Ja, hallo und willkommen bei der nächsten Folge von Böse Nachbarn. Da in Frisch ans Werk. Ja, er hat... wir sind nicht im Urlaub oder sowas, sondern er hat neue Räumlichkeiten. Sieht aus wie ein kleiner Hobbyraum oder so. Aha, wir haben einen Schraubenschlüssel und Reißzwecken gefunden. Toilettenpapier hat er diesmal keins. Dafür haben wir Schere und Kleber gefunden. Wir verstecken uns mal schnell im Schrank und gucken mal, was er macht. So wie es aussieht, ist er etwas künstlerisch geworden. Ein Papagei hat er. Oh. Da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht wecken. Was macht er hier? Töpfern? So. Der ist ziemlich aktiv geworden. Jetzt auch noch ein bisschen Bild hauen. Okay. So, das ist wohl seine Route. Dann schauen wir doch mal, was wir in Mülleimer finden. Die Bananenschale. Huiuiui. Kann man sich hier oben irgendwo verstecken? Nicht so wirklich. Viel Zeit hat man da ja nicht, ne? Das heißt, während er hier am Arbeiten ist, also wir müssen ihm hier schon Streiche hinlegen, sonst schaffen wir das zeitlich nicht hier hoch und hier weiter Mist zu bauen. Hier haben wir dann was. Vogel, malen tut er auch nicht schlecht. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, das da schnell zu holen. Aber ich glaube, das schafft er gar nicht. Oh! Scheiße! Scheiße! Dieser Vogel! Da wird er vermöbelt. Auf den Vogel habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir ja vorbeischleichen. Oh, das wird echt knifflig, dieses Level. Da kommt der Woody. So, sei flink. Okay, unser Schraubenschlüssel, keine Ahnung, wo wir den einsetzen können. So, dann haben wir hier unsere wunderschönen Reißnägel. So. Und unseren Fleckenspray ist das. Ach, das ist gar kein Kleber. Und eine Schere. Dann hätten wir hier die Bananenschale. Wir können uns hier oben nirgendwo verstecken. Ah, doch, unterm Bett. Aha. Okay. So. Ich finde, Reißnägel hier auf dem Sitz sind eine geile Sache. Was kann man hier mit dem Motor machen? Da kann man nicht viel machen. Vielleicht hier Schraubenschlüssel. Aha. Den Motor ein bisschen manipulieren. Dann nehmen wir die Bananenschale. Legen die hier frech auf den Boden. Dann gehen wir mal hier hin. Kann man hier was machen? Nein. Okay. So, jetzt schnell sein Kumpel. Nein! Das war knapp. Das war knapp. Er hat sich wohl den Vogel angeschafft. Unseretwegen. Na sowas, wo geht er denn jetzt hin? Wieder nach oben? Achso. Er fotografiert sich. Aha, super. Schmiert sich, glaube ich, mit Öl ein oder sowas. Sehr schön. Sehr ästhetisch. Gefällt mir ausgesprochen gut. So. Unser Held ist auf der Bananenschale ausgerutscht. Hey. So, wir schleichen schön vorbei. Jetzt hat er sich auf die Reißnägel gesetzt. Gehen wir mal Öl. Ich
stecken in das Bett. Magnesiumpulver. Aha. Das Blitzlicht, okay. Können wir damit die Kamera manipulieren? Mhm. Okay, wir müssen jetzt leider ein bisschen kurz warten. Jetzt geht er natürlich hier erstmal wieder hin und malt sein schönes Bild weiter mit dem festgebundenen Vogel. Ich fasse es ja nicht, das sehe ich jetzt erst. Dann weiß ich schon mal, wo wir die Schere benutzen können. Der arme Vogel. So. Dann befreien wir mal den Vogel. So, ein Tag, ne? So, vielleicht das Fleckenspray hier fürs Bild. Aha. Vielleicht mehr Magnesiumpulver. Aha. Damit es schön knallt. Herrlich. Wo können wir aber noch was machen? Reicht das? Ah, hier können wir bestimmt das hier wegnehmen oder so. Oh, Vögelchen weg. Arme Sau. Bild haben wir auch verschmiert. Ich glaube, wir können jetzt hier den Wagen manipulieren. Aha. Na, dann reicht's. Dann wird er jetzt hier ein Foto schießen wollen. Wird ihm jetzt besonders viel Freude bereiten, denn... Okay, es hat ihn nur geblendet. Ich dachte, es explodiert schön. Naja, gut. So, und jetzt steigt er auf den fahrenden Schemel, den wir manipuliert haben. Inwiefern wir ihn manipuliert haben, weiß ich nicht. Werden wir gleich rausfinden. Würden wir das jetzt nochmal machen, könnte man die Reihenfolge natürlich ein bisschen schöner anpassen, so dass es sich wirklich bis in den Grund und Boden... Aha. Oh. Gemälde kaputt. Jagd. Woody, du hast es wieder mal geschafft. Sehr schön. Läuft. So, nächste Folge, ein sonniger Vormittag. Aha. Schauen wir mal rein. In Böse Nachbarn. Düm, 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 düm. In ein sonniger Vormittag. Und hier kommt unser Schauspieler, unser Streichespieler, unser Hauptdarsteller, Woody. So, wie immer erst die Kommode. Oh, der kommt gleich runter. Schnell verstecken. Oh, was macht er denn? Zähne putzen. Aha. Sehr gut. Perfekt für einen Streich. Der Vogel ist auch wieder da. Eine Kaffeemaschine, Mülleimer. Aha, hier oben. Bienennest, aha. Okay. So, ja, dann gehen wir mal hier dran. Da finden wir bestimmt wieder Reißzwecken. Toilettenpapier gibt es keine. Schauen wir mal hier rein. Da kann man nichts machen. Ah, schmutzige Zahnbürste austauschen. Sehr schön. Wie gemein. So, dann rennen wir hier rüber. Gehen hier nach oben. Aha, der legt sich dahin. Das ist unsere Chance, dann da was Böses anzustellen. So, wir legen ihm wieder die wunderschöne Banane auf den Boden. Gehen an den Kühlschrank. Was finden wir da? Honig. Aha. Schmieren wir ihn damit die Kaffeemaschine voll? Das geht nicht. Okay. So, wir schleichen uns nach oben. Psst. Was finden wir denn hier? Oh mein Gott! Er hat uns gesehen! Hä? Der ist nach oben gekommen. Ah.
Verdammt! Da haben wir nicht aufgepasst. Diesmal aber. Diesmal aber. Oh Mann. Hä? Was hat er denn da gemacht? Dann machen wir das jetzt anders, ne? Wir gehen jetzt hier hoch. Gehen an den Kühlschrank. Nehmen die Banane mit. Gehen nach oben. Gehen hier dran. So, was haben wir denn hier? Ist das Erde? Aha. So. Und ab und das Bett. Blumenerde, aha. Das können wir doch mit dem Kaffee austauschen. So, it's showtime. So, wir gehen nach unten. Oh, der ist schnell. Reißzwecken. Und schnell in den Schrank. So. Ah, der geht jetzt. Ah, die Blumen schnüffeln. Nee, er gießt die Blumen. Mhm, jetzt geht der wieder hoch. Wo geht der jetzt hin? Er geht ganz nach oben. Okay. Zahnbürste manipulieren. Damit kommen wir an Unkrautvernichter. Aha. Oh, die arme Pflanze. So, er geht jetzt seinen Kaffee genüsslich trinken. Mhm. Den Kaffee werden wir nächste Runde manipulieren. Mit Pflanzenerde. Da wird er sich freuen. Oh, ich weiß schon, mit was wir das hier manipulieren. Er geht wieder nach oben. Bisschen verwirrt mich das schon, dass er so oft nach oben geht. So, Pflanzenerde. Bananenschale. So, wir müssen aufpassen. Wenn er jetzt rechts geht, sofort runter. Wenn er links geht, gehen wir hier vor. Geht links, okay. Dann geht ihr jetzt Zähne putzen. Wir müssen jetzt schnell nach oben gehen. Und das Bett. Oh, das ist geil, weil er noch nicht ahnt, was für Streiche ihn wir jetzt gleich spielen werden. Er hat noch keinen einzigen Streich erwischt. Hi, hi, hi. Aha, er stellt nur die Gießkanne wieder hoch, deswegen läuft er nochmal hoch. Oh, der macht mich ganz wuschig hier. So, jetzt. Unkrautvernichter in seinem Gießwasser. Er rutscht derweil auf der Banane aus. Wir manipulieren seine Sonnencreme mit Honig und seine Liege mit Reißzwecken. Und unser Streich ist perfekt. Unsere Streiche. Vielleicht haben ja manche schon gesehen, hier oben ist ein Bienennest. Das wird super. Oh, was macht er denn jetzt? Ah, ihm ist schlecht wegen der Blumenerde. Achso, deswegen will er sich Zähne putzen. Dabei wird es aber noch schlimmer. Geil. Dadurch ist es noch schlimmer geworden. So. Kaffee? Nee, was? Was will er? Ah, jetzt trinkt er seinen Kaffee. Hm. Na gut. Also, nach der Aktion hätte ich keinen Bock auf neuen Kaffee. Thank you.
So, was macht er jetzt? Er kommt nach oben, sehr schön. Wir liegen derweil unter dem Bett. Was will er als erstes machen? Liege? Einwachsen? Oder wieder Pflanze gießen? Ich glaube, Pflanze gieße kommt danach. Ah, auf die Liege. Autsch! Ja, ärgere dich nicht. Creme dich mit Sonnencreme ein. Na, er geht erst nur Pflanzen gießen. Ah. Verdammt! Ich kann es kaum erwarten, wie die Bienen ihn stechen. Naja, gut. Die schöne Pflanze. Oh. Unser Unkrautvernichter wird wahrscheinlich gleich wirken. Ja. Oh. Da ist die Pflanze hinüber. Ach ja. Was macht er jetzt? Wieder Kaffee trinken gehen? Hm. Scheiße, nur noch eine Minute. Das dauert zu lange. Die Sonnencreme wartet auf dich. Ah, er kommt nach oben. Bitte benutzt die Sonnencreme. Bitte benutzt die Sonnencreme. Mann, der watschelt hier rum. Mich wundert, dass der so fett ist. Bei so vielen Kilometern, die er da am Tag läuft. Sonnencreme. Der benutzt die Sonnencreme nicht. Hä? Wieso benutzt er die Sonnencreme nicht? Scheiße! Wieso hat er die Sonnencreme nicht benutzt? Hm. Naja. Das brauche ich mich auch. Der lag jetzt dreimal auf der Liege und hat die Sonnencreme nicht benutzt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Fehler vom Spiel. Ich weiß es nicht. Egal. 74%. Aber es ist nicht abgeschlossen. Hm. Dann einfach nochmal. Das gibt's ja nicht. Wieso hat er diese Sonnencreme? Hä? Wieso ist jetzt hier... Ach so, das ist schon die nächste Folge. Ach so, na, zurück zum Hauptmenü. Ja, genau, die hatten wir ja geschafft. Kann man so sagen, irgendwie. Hm. Naja, gut, okay, passt schon. Ja, dann kommen wir nächste Woche dann zur nächsten Folge. Und, genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut!